Mahlzeit moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, wir haben letzte Folge die Questline vorangetrieben mit den Saufbrüdern, mit den erstochenen Obdachlosen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, ein Foto zu besorgen von dem Auto, einem der Verbrecher, die weggefahren sind, nachdem sie einen Obdachlosen erstochen haben. Des Weiteren gibt es einen Herr Masek, der zur Wohlfahrtsorganisation ging, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und jetzt kommt er nicht mehr. Und da müssen wir auch Infos besorgen. Aber erstmal, Rasken wurde vermöbelt von Brunos Leuten in Crazys Namen, weil er das Steuergeld nicht bekommen hatte. Und diese Quest geben wir jetzt mal ab. Aim. Wegen Rasken. Erzähl mir die guten Neuigkeiten. Es ist vollbracht. Rasken wird sich jetzt benehmen. Und er schickt dir ein kleines Trinkgeld. 200 Kronen geben. Es ist vollbracht. Rasken wird sich jetzt benehmen. Die Steuer nicht erwähnen. Crazy ist, glaube ich, eine wichtige Person und es ist ja auch sein Steuergeld. Ich gebe ihm das Geld mal. 15 Vertrauen. Immerhin, wir haben eine Pulle rumbekommen. Auch nicht verkehrt. Oh, du schaffst es wirklich, Nägel mit Köpfen zu machen. Du bist cool. Mann, hier, etwas rum für dich. Und wenn du willst, kannst du dir aus unserem Lager etwas mitnehmen. Oh, nice. Das ist nice. Ja, da wäre jetzt die Toilette gewesen, die ich immer so... Unterkunft bizarr. Altmetall. Erstklassiger Müll. Erstklassiger Müll ist super. Ich hätte allerdings gerne die Büste. Weil das ist ein bizarres Stück. Und das kann man auch kaufen in dem Antiquitätenladen. Allerdings kostet das mega viel Geld. Also die Büste ist wirklich teuer. Und deswegen würde ich die gerne mitnehmen, weil wir kriegen dann einen neuen Perk wegen Bizarre. Sie gehört dir. Danke, ich kann sie bestimmt in meiner Unterkunft unterbringen. Was hast du für Probleme mit den Saufbrüdern? Was ich für Probleme mit ihnen habe? Sie verhalten sich in letzter Zeit wie Elefanten im Porzellanladen. Dieses Problem habe ich mit ihnen. Was genau soll das heißen? Als sie sich noch nirgendwo verkrochen haben, wusste man nicht einmal, dass sie existieren. Irgendwann sind sie allerdings dazu übergegangen, draußen abzuhängen. Die Leute mögen das nicht. Und was genau ist dein Problem? Ja, das Problem ist, dass uns die Polizei wegen dieser Typen ständig auf den Sack geht. Überall, jedem von uns. Na gut. Die gesamte Gegend um den Bahnhof ist unsere Haupteinnahmequelle. Zumindest war sie das bisher. Jetzt können wir wegen dieser zugedröhnten Maden nicht einmal mehr ehrlich betteln gehen. Die Bullen machen keinen Unterschied zwischen uns Saufbrüdern und ihnen. Ach, zwischen ihnen und uns. So, verdammt, was wollen wir tun? Keine Ahnung, das ist eine Katastrophe. Ein Atomarschlag wäre gut, okay? Mann, ich habe mit ein paar Saufbrüdern gesprochen und ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen. Die sind völlig zugedröhnt. Hast du mal probiert, dich auf ihr Niveau herabzugeben? Gute Idee. Ach nee. Nee, ich war doch gerade als Alkoholiker. Gar keinen Bock da drauf. Etwas lernen. Berechnend. Talent. Berechnend. Irgendwas klingelt da bei mir. Irgendwas klingelt da bei mir. Berechnend steht auf unserem To-Do-Zettel. Wir brauchen diese Fähigkeit. Wir brauchen berechnend. Deswegen nehmen wir das, aber ich weiß nicht mehr wofür. War das für die Quest mit dem Arzt? War das, als wir mit der Polizei geredet haben? Wir brauchen es auf jeden Fall. Berechnet lernen, 300 Kronen. Saugeil. Saugeil, meine Lieben. Wir machen richtig, richtig Fortschritte. Oh, er ist betrunken. Ey, Bruder, oh Gott. Ey, ich fühle mich nicht gut. Ja, könntest du mir 200 Kronen leihen? Ja. Das klappt jedes Mal. Richtig geil. Sicher, spuck dir auf jeden Fall. Warum? Steht ganz oben auf meiner Liste. Ablehnen. Ich will nicht trinken. Danke, aufgeben. Ich möchte nicht kämpfen. Ciao. So. Jetzt schauen wir mal eben bei diesem wunderschönen Müllcontainer hier vorbei. Dieser hier, genau.
Den meine ich, der ist klasse. Da ist immer guter Stuff drin. Alter. Und natürlich, so ganz nebenbei, würde ich gerne unseren Basebau vorantreiben. Wäre schön, wenn wir hier irgendwo ein Bett oder so finden. Überall hätte ich gerne ein Bett. Das ist schon mal Priorität Nummer 1. Mittel. Ein Anzug, nice. Betonstein. Stoff. Ja, geh mal weg. So. Knarzender Kleiderschrank. Super, wir brauchen ihn nur dringend. So, eben schnell wieder anziehen. Langer Mantel. Arbeitsschuh. Mütze. Und. Ach, eine Hose. Hose ist immer gut. So, eben kurz aufwärmen. Dann gehen wir mal rüber. Wo ist denn unser kleiner Freund? Da ist unser kleiner Freund. Da. Interagieren, einmal wärmen. Dankeschön. Oh, das habe ich jetzt auch ein bisschen zu früh gemacht, ne? Ja, interessant. Also sollen wir jetzt hier diese Aufbrüder nochmal befragen. Versuche bei der Wohlfahrtsorganisation mehr über Herr Masek in Erfahrung zu bringen. Angeblich war er regelmäßig dort. Kriegen wir hin? Nummernschild. Sprich darüber mit Fricks. Wer war Fricks nochmal? Puh, wer war denn Fricks nochmal? Der ist irgendwo da im Business-Dingsbums, wo wir so selten sind. Da steht irgendwo ein Fricks. Okay. Interessant. Wir gehen mal eben unsere Kleidungsstücke verkaufen. So, mal im Licht. Möchte man nämlich sehen, was wir da so geschenkt kriegen. 99. Ach, berechnend. Ha. Mein herzliches Beileid. Solche Orte sind rar gesät. Geilomat, ey. Direkt eine hammerhart geile Chance mit diesem Talent. Berechnet ist ja mega cool. Und wir kommen langsam voran. Wir sind schon so lange hier am Werkeln. Und so langsam wird es was, meine Lieben. 99. Schon wieder berechnet. 80. Verkaufen. Berechnend. 40. Oh. Irgendwie schaffen wir es jetzt, jedem hier Geld aus den Rippen zu leiern. Das ist sehr gut. Auch mit der Charisma-Jacke ist die Chance größer, dass wir angesprochen werden. Je höher das Charisma ist, glaube ich. Dass wir Leute ansprechen können. So. 69. Ich stecke in einer verzweifelten Lage. Oha. 99. Ein bisschen Kleingeld. Dankeschön. Hier ist die Postzentrale übrigens. Was kann man denn da nochmal machen? Frau Susi. Die sieht aber nett aus. Kann man auch als Obdachloser Post bekommen? Natürlich. Wenn Sie wirklich obdachlos sind, ist die Adresse des Rathauses Ihre Postanschrift. Interessant, das habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich ist das wirklich so? Okay, danke. Wo ist denn das Rathaus? Ist da Post für mich angekommen? Meine Steuererklärung, da müsste langsam mal was kommen. So. Arbeitskleidung abgesetzt. Fahrtkosten für Betteln, alles abgesetzt. Übernachtungsmöglichkeit vom Arbeitsamt abgesetzt. Nein! Oh, geh weg! Geh weg, du Affe! Du kriegst einen aufs Maul! Hi, Frau Susi, ich bin's wieder. Ich wollte mal eben vorbeischauen, ob alles fresh ist. So. Alles gut. Wir müssen da lang. Der Typ verzieht sich wieder. Obwohl, ich würde ihm auch gerne aufs Maul hauen. So ist es ja nicht, ne? So. Geht er denn jetzt hin? Geht er wieder genau dahin, wo er war? Oder verzieht er sich jetzt? Da geht er hin. Aber das interessiert uns nicht. Das interessiert uns gar nicht. Weil wir müssen hier lang. Glaube ich zumindest.
Aber ich sage euch, das ist so verwinkelt hier, dass ich da, oh verdammt, dass ich da immer durch, ach verdammt, immer durcheinander komme, so, ich muss mich konzentrieren. Was ist denn hier? Ein Baumarkt. Ah, hier kriegen wir den Hammer her. Den brauchen wir doch, um die für die Kirche was zu reparieren. 700 Kronen, der ist aber teuer. Hör mal, wer da hämmert. Und wirklich gut ist er auch nicht, so als Nahkampfwaffe. Unser Klappspaten, der ist da eigentlich immer noch am besten irgendwie, ne? Plastikkiste. Interessant. Oha, Vorschlaghammer. Feuerwehraxt, Crit 60. Machete. Krasses Zeug. Also hier kriegen wir einen Hammer her, um die Kirchenquest abzuschließen. Und wenn wir bei dem Pastor mehr Vertrauen haben, können wir da Willenskraft erhöhen. Und das ist sowas von geil. Dann kann man nämlich Schlösser auf Anhieb knacken. Bei Gesprächen mit Personen mittleren Grades mehr Geld erwirtschaften. Ach Quatsch, was laber ich da? Man kann dann hier diesen Dialog wählen. Der immer klappt. So. Eine Dose. Und ein Verband. Gut, gut. So, hier geht's weiter. Hä? Ach Gottchen, diese Ecke ist fürchterlich. Da! Das ist aber auch schwierig zu finden hier. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So. Wie geht es uns? Wir sind ein bisschen müde. Ein Happen essen könnten wir. Ach, die gute Brühe von Frau oder du war. Die ist echt gut, die Brühe. Die ist wirklich fantastisch. Brot. Essen wir mal ein Brot. Brot ist immer gut. Und wie ihr seht, ein Holzbrett reicht, um uns komplett aufzuwärmen. Mensch, richtig blöd, dass es wieder Nacht ist. So. Wir sind aufgewärmt. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Oh, eine Nelke, das ist gut. Jetzt kommen wir zu der Frau. Ich habe den Namen vergessen. Die unsere Kleider immer repariert. Bücher. Cool. Und Wein. Auch gut. Bitte sei nicht betrunken, Monty. Ach, Shrug meine ich. Wegen dem Fass. Ich habe immer noch keins. Handeln. So. Den brauchen wir nicht. Der ist auch nicht wirklich gut, aber sieht gut aus. Mütze weg. Poncho weg. Das hier. Nässe, Nässe, Nässe weg. Regenschirm. Brauchen wir nicht, weil der Mantel hier, der hat so viel Nässe-Resistenz, das ist komplett overpowered. So, die brauchen wir auch nicht mehr. 500 haben wir. Ja, Mensch. Sollen wir uns doch eben die Kronen zusammenfarmen für den Hammer, was meint ihr? Um etwas bitten. Hey Shrug, kann ich mich kurz waschen? Klar. Super. Reparieren. Gut, gut. Tragen wir nicht. Tragen wir nicht. Wo sind denn unsere... Achso, die sind noch komplett voll. Okay. Alles klar. So. Was wollte ich jetzt? Ach genau, Geld farmen für den Hammer. Bitte steht der nicht hier. Ne, er steht nicht hier. Wir fahren mal eben kurz Geld zusammen für den Hammer. Hallöchen. Aber berechnend. Ach verdammt. Ja, das hätte besser klappen müssen, aber dieses Minispiel ist einfach Kacke. Ich mag dieses Minispiel nicht. Zockt sich. Schon wieder schwer. Plaudern. Berechnend.
cool. 33. Dankeschön. Saugeil. Den Hammer haben wir gleich zusammen. Wir frieren. Jo, macht nix. Kleiner Muntermacher, schon ist uns wieder warm. So langsam knacken wir auch die schweren Leute, ne? Merkt ihr, ne? So. Berechnet ist super. Berechnet ist so geil. Wir werden hier langsam richtig, richtig erfolgreich. Aha, aha. 69. Berechnet. 55. Schade. 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 Stehlen möchte ich irgendwie nicht, weil ich habe keinen Bock, da im Gefängnis zu landen. Plaudern. 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 Weil dann verlieren wir alle unsere Sachen. Moral ist dann weg und ach. Das ist einfach nur doof. Es ist einfach nur dämlich. So, plaudern. Hallo. Ach, Mist, jetzt habe ich das verpasst. 69. Berechnet. 99. Und Kaugummis haben wir bekommen. Geil, wir kriegen manchmal Sachen dazu. Das ist so cool. Plaudern. 69. Berechnet. 99. Und ein Dosenbier. Ey, Freunde, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ja, okay. Da habe ich jetzt reingeschissen. So. Outlet. Auch interessant. Tommy Heringer. Wer kennt sie nicht, die guten Hemden von Tommy Heringer? Kleidungsgeschäft. Oh. Alter, hier gibt's ja richtig gute Sachen. Boah, der Hammer oder eine richtig gute Hose. Oh. Mies. 800, die können wir uns nicht leisten. Cargo-Hose hochwertig. Kälte, wie viel hat die denn, die Punker-Hose? Kälte 5, Kälte 5. Die hat Kälte 10, Nässe 16. 10, 16 hat die. Und diese hier hat... Nee, da ist unsere... Moment, oh, er hat gerade zugemacht. Da ist unsere noch besser. Hier ist der Drogendealer, für alle, die es wissen wollen. So, ich muss mal eben kurz Feuertonne suchen. Plaudern. Nochmal plaudern. 80. Dankeschön. Ein Rubbel los. Ein Rubbel los. So. Mal eben hier die Feuertonne suchen. Was ist das denn? So. Da steht ein Spacko. Wir müssen hier lang. Oder? Ne, da. Da lang müssen wir. Genau. Ne, wir sind schon wieder falsch gelaufen, aber egal. So, ich würde auch gerne die Büste mal aufstellen, um unseren neuen Perk zu aktivieren. Aber erstmal holen wir uns jetzt den Hammer und ich habe komplett vergessen, wo dieser Laden jetzt war. Ich glaube, ich bin auch schon dran vorbeigelaufen. Ich wollte zu schwach laufen eigentlich. Ich hatte den Laden irgendwie komplett ausgeblendet. Aber nicht mal den habe ich gefunden. Ach ja. Schön, schön. Die Nächte in Praslav. Minus 12 Grad. Man kennt sie. Das war aber knapp. Das war aber knapp. Hier war der, ne? Techniker. Oh. Schade, der hat zu. Unüberwindbares Schloss. Macht nichts. Wir sind sowieso hundemüde. Und wir haben hier bei dem Restaurant unsere zweite Base aufgebaut. Mehr oder weniger. Hier ist das Kino. Genau, wir müssen da lang. Hier um die Ecke. Da ist dann das Hotelrestaurant. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich friere. Bei Frau Ledova müssen wir auch vorbeischauen. Eigentlich mal wieder, Herr Polrecht.
Das ist ein Koch. Er ist von morgens bis abends am Arbeiten, ohne Pause. Arbeitet für zwei, wird bezahlt wie ein Halber. Herr Pohlrecht, kann ich Sie was fragen? Ich hätte gern was umsonst, danke. Ich hätte gern was umsonst, danke. Ich hätte gern was umsonst, danke. So. Tüte mit Lebensmitteln, super. Das ist gut, die brauchen wir ja. Und uns fehlt nur noch eine für diese eine Quest da. Ich weiß nicht mehr welche und ich weiß nicht mehr wo, aber ihr wisst schon. Ihr wisst das doch besser. So, machen wir mal den hier. 2 Stunden. Ach komm, hauen wir die 4 auch nochmal rein. So, eben schlafen. Mit Pappe. Wie, mir ist zu kalt. Mir ist zu kalt zum Schlafen? Kann das denn sein? So. Mit Pappe, damit es ein bisschen schneller geht. Derzeit werde ich mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ja, schon lustig, ne? Die Corona-Inzidenz ist unter 5. Die Delta-Variante schürt Panik, wo sie nur kann. Auf der anderen Seite fliegen Leute in den Urlaub. Auf der anderen Seite wird gesagt, ihr könnt die Masken weglassen. Wobei ich sagen muss, ich finde das super mit der Maske. Ich möchte das mein Leben lang bitte so beibehalten. Im Supermarkt, in der Öffentlichkeit. Ich war jetzt 1,5 Jahre nicht mehr krank. Nicht angesteckt, gar nichts. Ich finde das eine gute Sache. Wirklich jetzt. Also wenn man jetzt unter Menschen ist, die man nicht kennt. Wenn man sich jetzt mit Freunden trifft oder so. Dann muss das natürlich nicht unbedingt sein. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. So. Wir haben ausgeschlafen und können uns noch ein bisschen wärmen. Aufgaben. Genau. Ach, wir wollten den Hammer kaufen. Genau. Es ist schon... Es ist fast morgens. Wir gehen jetzt ein bisschen Geld farmen, dann holen wir uns den Hammer. Ist das eine Idee? So, wo ist denn... Hallöchen, mein kleiner Freund. Einmal bellen. Nochmal bellen. Nochmal bellen. Was zu essen. Was zu essen. Und nochmal füttern. Unseren kleinen, langhaarigen Freund. So. Jetzt einmal kuscheln. So. Ja, mit der neuen Kleidung können wir ja doch ein bisschen länger überleben. Es wird auch wärmer. Es ist nicht mehr minus 12. Kriegen wir hier vielleicht eine Tüte mit Lebensmitteln raus? Mal eben schauen. Linse, nice. Da ist auch gutes Fleisch für Fester, sehe ich da. Upsi. Ach, verdammt. Ich kann mich nicht konzentrieren gerade. Ja, egal, wir müssen eh Wäsche waschen gehen. So, ein bisschen was zu essen abgegriffen hier. So, zum Waschsalon müssen wir sowieso. Gut. Obwohl, es geht noch. Es geht noch voll fit eigentlich. Eigentlich ist das noch okay. Aber ich dachte, wir finden jetzt eine Tüte mit Lebensmitteln. So. Das ist auch eine sehr interessante Ecke. Ich wollte mal eben zu Frau Leduva. Und mir da meine tägliche Brühe abholen. So. Hier oben auch ein sehr interessantes Gebiet. Da kann man auch noch eine Base errichten. So, berechnend bei Mittel. Auf 45 gestiegen, 69. Ach Mensch. Wie kann man denn so reinscheißen? So, wir müssen hier lang. Ja, genau. Hier ist richtig und wir frieren schon wieder. Frau Leduva. Hätten Sie was zu essen? Nach Hundefutter fragen brauchen wir nicht. Wir haben ja die hochwertigen Essensreste. Geschnittener Schinken, Brötchen. Auch nett. Wenn du hier zur Frühstückszeit hinkommst, dann kriegst du ein paar Brötchen. Auch nett. Die ist echt in Ordnung, die Frau. Wir haben ja auch geholfen, als ihr Hund weggelaufen ist. So, und was ich immer vergesse, dieses Kino hat einen Hintereingang. Und da kann man sehr gut mal nachfragen. Hier ist der Hintereingang vom Kino. Ne, der Mitarbeitereingang meine ich natürlich. So, mal eben nachfragen.
Hi, ich habe den Tipp bekommen, dass Sie Möbel loswerden wollen. Ja, nehmen Sie das Gerümpel ruhig mit. Hier auf dem Flur nimmt es nur Platz weg. Danke. Noch ein knarzenden Kleiderschrank. Sehr gut, aber ich habe vergessen, den anderen gerade zu platzieren. Wir wollten einen Hammer kaufen, genau. Hauptsache, hier steht jetzt nicht so ein Spacken. Ach komm, wir können hier mal eben den Kleiderschrank hinstellen und uns aufwärmen gleichzeitig. Machen wir alles gleichzeitig, meine Lieben. So, den können wir hinstellen. Den stellen wir einfach mal dahin. Bringt uns das hier auch ein Perk? Ach, guckt mal. Ach, guckt mal, das ist lustig. Ich wollte gerade mit dem Finger drauf zeigen. Rechts, da steht Ausstattung platziert Level 1. 29 von 10. So gesehen. So eine Art Questlog. Okay, wir brauchen 3 Gegenstände bizarr. Das heißt, 2 noch. Okay. Ja, kann ich mit leben, kriegen wir bestimmt hin. Dann haben wir wieder einen neuen Perk am Start. So, jetzt aber erstmal kuscheln und den Laden suchen. Wo mag der sein? Hier kommen wir standardmäßig raus. Was ist denn hier? Ein 0815 Haus. Okay. Da stand Techniker oder so dran. Ich komme hier nicht klar. Ja, das ist so verwinkelt und chaotisch hier. So, hier sind wir bei Monty. Was ist denn mit ihm hier? Warum leuchtet er gelb? Ach, er ist Fricks. Meine Lieben, wir haben auch immer mehr Glück als Verstand, ey. Mehr Glück als Verstand. Hi, ich habe gehört, dass es dir gelungen ist, ein Foto von dem Auto zu machen. Mit den Mördern. Welches Auto? Das von den... die einen deiner Freunde hier erstochen haben? Ja, ich glaube schon. Was soll... Mit dem helfen, ich glaube schon. Hast du ein Foto von dem Auto gemacht oder nicht? Sag jetzt! Ja. Und kann ich dieses Foto sehen? Sag schon, Mann. Sprich, oder du kannst was erleben. Nein. Nein, was nein? Einfach nein. Ja, du bist echt witzig. Dieses Foto könnte dabei helfen, die Angreifer zu identifizieren. Verstehst du das nicht? Hm. Er scheint nicht ganz bei Sinnen zu sein. Gib mir das verdammte Handy. Oder ich schlag hier alles kurz und klein. Ich lass mich doch nicht verarschen von dir. Hör zu. Es ist mir egal, was für verdorbene Pornos du auf deinem Handy hast. Zeig mir das Foto. Hast du Angst, dass ich dir dein Handy stehle, oder was? Vertraust du mir nicht? So, Angriff 30. Bin dem berechnet, wir haben die Fähigkeit nicht umsonst. Darum geht es nicht, ich kann nicht. Warum nicht? Was zum Teufel ist los mit dir? Vor seinem Gesicht mit den Fingern schnipsend. Ich hab's verkauft. Du Schwachkopf, warum? Da könnten Beweise drauf sein. Ich brauchte, ja, noch einen Schuss, du verdammter Junkie. Wo hast du's verkauft? In Anatolis Pfandhaus. Alle Wege führen nach Anatoli. Zu Anatoli, pardon. Hoffentlich ist es nicht noch dort. Falls nicht, wirst du dir wünschen, du hättest es niemals verkauft. Okay. Wir müssen Richtung Anatoli. Müssen wir irgendwie immer. Anatoli ist das Herz des ganzen Spiels hier irgendwie so. Wo ist jetzt dieser verdammte Handwerksladen? Ich brauche den Hammer. Nee, der war irgendwo hier. In diese Richtung. Ja. Morgens scheinen hier nicht so viele von den Trotteln rumzustehen, oder? War der hier? Nö. Wo war der denn? Der war hier in irgendeiner Ecke. Verdammt nochmal. Ach, hier. Der ist so gut versteckt. Ladenassistent. Einkaufen. Hammer. Jep. Dankeschön. So, die Quest mit dem Pfarrer geht weiter. Nach langer, langer Zeit. Oh, ein Container. Schauen wir mal eben kurz rein. Muss ja sein, sonst haben wir irgendwann kein Müll mehr. So, ein bisschen was gefunden und Richtung
Kirche. Oh. Nebenbei natürlich das Bettel nicht vergessen. Ah. So, da ist auch schon die Kirche. Einmal plaudern. Berechnet. 60. Ja. Dankeschön. Ein Energy Drink. Das ist nice. Ach, da ist die Rückseite des Pawnshops. Also des Pfandleihhauses. Oh, hier ist aber eine richtig schöne Toilette. Ist hier Müllwühler-Talent? Nö. Als ich dieses Talent noch nicht hatte, überall, wirklich überall, konntest du das sehen. Und jetzt, kaum hat man diese Fähigkeit, nix mehr, gar nichts mehr. So, wie geht's uns denn? Eigentlich ganz prächtig. Ich möchte mal wieder ein paar Zitronen kaufen gehen. Ah, oh, mein Kaffee ist leer. Alter Schwede, haben wir viele Brote mit Schinken. Ist ja nicht mehr normal. Da können wir doch bestimmt wieder Munch kochen. Nützlicher Müll. Ja, das stellen wir mal einen her, bevor ich das wieder verbrenne alles. Erstklassiger Müll. Verband. Müssen wir mal so ein bisschen aufleveln hier. Nee. Ihr kennt das ja. Munch. So, Muntermacher. So, wir sind fast wieder am Aufleveln hier. Warum sind da Ausrufezeichen? Achso, das sind neue Rezepte, glaube ich. Klebstoff. Ja, da haben wir alles für eine Base, glaube ich. So, Anatoli, hast du das Foto von dem Auto irgendwo bei dir? Hat dir in letzter Zeit zufällig ein Obdachloser ein Handy verkauft? Ja, in der Tat. War ein altes Scheißding. Das Display war sofort in 1000 Stücke zersprungen. Kann ich das Handy sehen? Nee, ich habe gerettet, was zu retten war, und den Rest weggeworfen. Wirklich, das einzig Brauchbare war der Akku. Oh nein, auf dem Handy war ein wichtiges Foto. Ein Beweisstück in einer Ermittlung, verstehst du? Nun, da war eine Speicherkarte drin, aber die war so alt und hatte so wenig Speicher, dass sie kein Mensch mehr gekauft hätte. Ich habe sie einfach weggeworfen. Vielleicht findest du sie ja noch, wenn es dir nichts ausmacht, ein bisschen schmutzig zu werden. Okay, welche Tonne? Ich weiß nicht mehr, ich habe sie in irgendeinen Mülleimer oder Müllcontainer geworfen. Draußen. Du musst wohl oder übel alle durchsuchen. Wenigstens wird dir dann heute nicht langweilig. Ich hoffe, ich finde sie. Ja, das ist so meine Gernkompetenz hier. Dafür wurde ich doch geboren. So, mal eben schnell hier den Heizkessel reparieren in der Kirche. Alter Schwede, da sind wir ein gutes Stück vorangekommen in den letzten beiden Folgen. Das freut mich extrem. Den Heizkessel reparieren. Das Druckrohr mithilfe eines Hammers wieder in seine Muffe stecken. Erfolgreich. Weiter. Verstellbarer Schraubenschlüssel und Fertigkeit 3. Hier brauchen wir Level 6. Okay, als nächstes brauchen wir den verstellbaren Schraubenschlüssel. Oh, wir haben Vertrauen 50 und wir brauchen 80. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja pervers. Segnen Sie mich, Pater. So, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ja gut vorangekommen. Nächste Folge werden wir dann mal nach der Speicherkarte suchen. Wir werden mal gucken, ob wir Geld zusammenfahren für den Schraubenschlüssel. Und zur Wohlfahrtsorganisation Informationen besorgen zu Herr Masek. Was war denn da noch? Ja, das ist erstmal der Programmplan. Und natürlich mal wieder unten in die Grube rein, ein bisschen was zusammenfarmen. Und ja, das ist der Plan. Meine Lieben, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch keinen Stress, habt eine schöne Zeit und bis dann. Ciao.